Schönen guten Abend. Wir möchten zunächst eines klarstellen. Wir sind keine Wiener. Durch das Näherrücken der Nationalratswahlen ließen es sich auch die Bundeselite nicht nehmen, ihren Senf auf der Bühne des Dieberteich in Rötelstein durch Moizzi und Schwab dazuzugeben. Ich bin der Werner Faymann. Sie werden mich nicht kennen. Ich bin der Bundeskanzler von Österreich. Was wird man heute hören? Heute schließt sich der Kreis. Wir haben im letzten Jahr, der Peter und ich, dreimal in Amerika Kabarett gespielt. In Washington, Chicago und in New York. Und wir sind halt jetzt draufgekommen, wir hätten gar nicht hinfahren müssen nach Amerika, weil der Obama hat unser Programm schon dreimal abgehört in Österreich. Ich fühle mich ein bisschen so wie ein anderer Österreicher, der in Amerika auch ein großes Projekt gehabt hat. Felix Baumgartner. Jeder gesehen den Sprung, oder? Felix Baumgartner hat in der kleinen Zeitung dann gesagt einfach, er wünscht sich eigentlich eine gemäßigte Diktatur, weil er würde ordentlich was weitergehen. Für mich war das die erste, vielleicht auch einzige Erkenntnis vom Stratos-Projekt. Auch wenn du die Erde von 39 Kilometer Höhe siehst, heißt das nicht unbedingt, dass dein eigener Horizont größer wird. Aber jetzt kommt dann jeder Frank Stronach und dann wird ja alles besser. Und Frank Stronach hat ja auch gesagt, er hat in seinem Leben noch nie etwas genommen. So, wenn man so seine ZIP2 oder im Zentrum Interviews anschaut, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Es gibt eine indianische Weisheit, die sagt einfach mit dem Alter kommt die Weisheit. Beim Frank habe ich das Gefühl, ist nur das Alter allein gekommen. Gegenseiten ziehen sich doch an. Wie seid ihr zueinander gekommen? Wenn die Kamera einen Schwenk machen würde, sieht die sofort die Gegenseite. Er ist brav im Anzug, ich in der Badehosenmontur. Ja. Aber wir sind einfach wirklich gute Freunde und wir verstehen uns blind. Und es sind so verschieden, dass es sich wunderbar kombinieren lässt. Welchen Bezug haben Sie zum Kabarett? Ja, immer einen tollen, gar keine Frage, weil man sagt ja immer, das Lachen ist das Leben und wer nicht lacht, der stirbt und das Schönste ist halt, wenn das hier stattfindet. Und eines Tages bin ich ein bisschen weggegangen, war ein bisschen länger unterwegs, bis 2-3 in der Früh in Manhattan. Da gibt es eine Straße, die heißt Bleecker Street, da ist ein Comedy-Hitten neben der anderen Comedy-Hitten und ich habe mir gedacht, ich möchte einmal mein Leben, ich war schon ein bisschen angesoffen, gebe ich zu. Ich möchte einmal mein Leben in New York Comedy spielen, ein Kabarett spielen und triff am nächsten Tag einen Typen, der heißt Karl Hofer. Der ist vor 40 Jahren von Wien nach Amerika ausgewandert, nach New York. Ich rede mit dem und der sagt mir, es ist kein Problem, er hilft mir. Ich bin total euphorisiert, ruf sofort den Christian an. Na, Peter, ich glaube da das nicht, dass wir spielen, weil du klingst, als wärst du nicht mit Karl Hofer, sondern mit der Amy Winehouse oder der Whitney Houston unterwegs. Das stimmt schon, nur im Gegensatz zur Amy Winehouse und zu Whitney Houston habe ich nicht nur die Nacht überlebt, sondern das ganze Jahr, muss ich auch sagen. Ja. Sie sind ja Bürgermeister von Rötelstein. Kann man so ein Kabarett das ganze Jahr oder wie ist die Zusammenarbeit, wie schaut es in der Gemeinde aus? Ja, das haben wir zum Glück nicht. Also in der Gemeinde vertragen wir uns sehr gut. Wir sind eine Wirtschaftsliste, also wir sind eigentlich ein Personenkomitee mehr oder weniger, aber vertragen uns auch natürlich mit den anderen Fraktionen sehr gut. Zusammenarbeit ist das Einzige, was in einer Gemeinde Nutzen bringt für die Kommune. Was soll ich sagen, wenn man das Jahr ein bisschen Revue passiert? Schlecht hat es angefangen für die SPÖ. Mit der Bundesheerabstimmung haben wir verloren. Dabei hätte ich für ein Berufsheer so ein wirklich ganz tolles Konzept in der Schublade gehabt. Ja, nämlich einfach die Johanna Mikl-Leitner, die Beatrix Karl und die Maria Fekt an die Grenze stellen. Einfach, da wäre keiner mehr gekommen. Das wäre Abschreckung genug gewesen. Was macht eigentlich einen guten Kabarettisten aus? Das weiß ich nicht, ich glaube, das ist schwierig, weil wir sind keine guten Kabarettisten. Nein, wichtig ist, dass man, glaube ich, lustig ist, dass die Leute lachen und dass man sich ein bisschen Gedanken macht über die Welt. Das muss man auch sagen, also das hat auch der Snowden zu Protokoll gegeben, wirklich war. Also da können noch so viele Abhörgeräte auch innerhalb der EU sein. Die lästigste Wanze bleibt noch immer die Maria Fekta. Ihr habt ja öfters Kabarettveranstaltungen, wie kommt ihr zu den Künstlern? Ja, die Künstler werden ausgesucht durch den Sportverein Rötelstein. Die machen sich eigentlich schlau aus dem Ganzen und suchen dann wen aus, ob das Bekannte sind, Unbekannte. Und dann werden sie engagiert und dürfen hier in diesem schönen Ambiente auftreten. Für alle, die mich hier noch immer nicht kennen, also ich habe früher den Kasperl gesprochen im ORF, jetzt bin ich, ja, ihr Bundeskanzler, das muss ich jetzt wirklich auch sagen, habe ein bisschen was erklärt. Drüben auch, ja, Spindleck, habe ich gesagt, die Famous Nose vom Austria. Ja. Der Einzige, von dem nichts abgehört wurde von der NSA, weil er überhaupt keine Ausstrahlung hatte. Also da geht nichts weg, also da hört man wirklich nichts. Nein, er ist ja der Vizekanzler, ich bin der Quietschekanzler. Und sollte es für den Quietschekanzler bei den Wahlen heuer nicht reichen, mal schauen, ob der Kasperl mit seiner Stimme eine Freude hat. Aber auch Stöckl, Ambros, Schneckerl und Co. bekamen von den beiden ihr Fett ab.